Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Mit dem ersten DLC, zweite Episode, das Schattenerbe. So, wie versprochen, werden wir uns heute mal an die Schiffe ranwagen. Mal schauen, ob wir da was reißen können. Ich bin guter Dinge, aber man weiß ja nie. Aber erstmal werde ich mein Kopfgeld beseitigen, weil ich habe jetzt keinen Bock hier gegen so komische Söldner zu kämpfen. Unser Schiff ist schon da. Und dann, jo, würde ich sagen, fangen wir mal an. So, hier ein bisschen was erlegen. So, Leute. Einmal ablegen, bitte. Macht euch bereit zum Ablegen. Und wir brauchen natürlich Adrenalin, damit wir unsere Waffe abfeuern können. Schützen! Bereit halten! Kämpft, wenn ihr Seeleute seid! Jetzt! Angriff! Vorsicht! Die wollen uns treffen! Nicht voran! Bogen! Wir ändern mal. Wir snacken einmal. Wir wollen eine Kiste. Sehr schön. Ja, unser Schiff ist schon stark mittlerweile. Okay, ich weiß nicht, wie es gegen die andere aussieht da. Na, Kommando übernehmen. Das ist ziemlich nah dran. Schneller! Wir segeln so schnell es geht! Bogenschützen! Bereit! Keine Pfeile! Die machen sich von einem zum anderen! Okay, sehr schön. Hier ist noch. Los geht's! Wir kommen dem Treibhof näher! Treibhof, genau. Das wird ein heftiger Sturm, Kapitän! Los, komm! Das ist aber bestimmt noch nicht die Jüngerflotte, oder? Schneller!
Okay, persisches Puppenspiel. Ich sollte zu Natakas. So, schauen wir mal, wo Natakas ist. Natakas. Er ist hier, also können wir auch gleich hier anlegen. Optimal. Leinen bereithalten! Okay, wir haben mehrere Quests angenommen. Ich würde... Nebenquest... Ah, okay. Das sind jetzt unsere... Töte die Söldner, die der Orkan losgeschickt hat, okay. Okay, wir gehen erstmal zu Nataka und dann machen wir doch gleich die anderen Quests, die Nebenquests. Ich muss sagen, ihr kriegt es ja nicht so mit, Leute, aber ich habe jetzt bestimmt eine Woche nicht mehr gezockt oder so. Wegen halt Arbeit, Lernen und so weiter. Und ist echt krass. Nach einer Woche kommst du rein und hast gleich wieder Bock. Das Spiel einfach richtig, richtig geil ist. Macht Spaß. Okay, dann schauen wir mal. Beim ersten Treffen hat der Vater sie fast getötet. Und der epische Ladescreen, der gehört einfach schon dazu. Gut, alle sind da. Wir haben alles vorbereitet. Und nun bringen wir die Gestrandeten aus Achaea. Der Orkan will den Odem der Chimäre an der Skylla anbringen lassen. Aber wir haben den Odem der Chimäre. Der Orkan wird gar nicht wissen, wie ihr geschieht. Ich hoffe, du hast recht. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Jetzt geht es an die Umsetzung. Wir überrumpeln den Orkan. Barnabas und ich greifen vom Meer aus an. Um alle von der Küste wegzubekommen, müssen wir die Skylla mit dem Odem der Chimäre außer Gefecht setzen. Die Handelsschiffe? Die Ablenkung sollte ihnen Zeit zur Flucht verschaffen. Natakas und ich sorgen dafür, dass alle an Bord der Schiffe sind. Das ist unsere Chance, Achaea zu verlassen. Wenn der Orden weiß, dass ihr beide auf diesen Schiffen seid, bekommt ihr Ärger. Wenn ihr auf dem Wasser erwischt werdet, habt ihr keinen Fluchtweg. Was meinst du, Natakas? Es ist die Chance. Ihr müsst sie nutzen. Werden wir. Bis dahin brauchen wir einen Unterschlupf. Irgendwo, wo niemand Verdacht schöpft. Ich kenne da einen Ort. Ein Haus auf dem Hügel bei Dime. Okay, ich treffe euch dort. Geht vor. Ich treffe euch später dort. Der guckt schon so komisch die ganze Zeit. Ich glaube, da läuft doch was bei den zwei. Okay, das machen wir jetzt aber nicht. Wir wollen ihn jetzt noch nicht treffen. Erstens mal ist es extrem weit weg. Und ich wollte jetzt erstmal die letzten Kultistis. Oder die Ältesten, besser gesagt. Wegnatzen. Okay, hier fehlt uns noch ein Hinweis. Den kriegen wir dann aber. Normalerweise, wenn wir den hier gekillt haben. Haben wir hier schon? Hier wird auch noch ein Hinweis. Was hat der? Richterspruch des Löwen. Das ist ja die Waffe für die... Wo wir uns zehnmal heilen müssen, damit wir die... Na, die Trophy bekommen. Okay. Den hier können wir bestimmt aufdecken, oder? Nee, können wir nicht. Oh, nee, oder? Wurde eine Festung gesehen. Da, wo wir vorher doch schon mal waren. Ah, das sind die Söldner. Ein Bestienrufer.
Okay, die Söldnerin hält sich in Achaia auf. Er patrouilliert in der Stadt nördlich des Painako-Gebirges. Den schauen wir doch mal, ob wir den finden. Painako-Gebirges nördlich. Der muss irgendwo hier sein. Könnte das vielleicht hier oben sein, der unentdeckte Ort? Er patrouilliert in der Stadt nördlich. Ja, das ist, kann ja bloß hier unten sein dann. Irgendwo, irgendwie. Komm, wir gehen mal hier runter und schauen mal, ob uns Ikarus hier was aufdecken kann. In der Stadt. Ja, wo in der Stadt? Die Stadt ist groß. Er hier vielleicht? Die blöde Nachricht, das geht mir am Sack. Geschäftsmann? Sonst sehe ich hier aber keinen. Irgendwo muss er herumkriechen. Also hier muss er muss hier irgendwo sein, auf jeden Fall. Wir gehen mal ein bisschen gucken, den werden wir schon finden. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Wahrscheinlich werden wir jetzt ewig suchen, dass wir den finden, den. Bestienrufer. Findet Hütte Athos den Bestienrufer. Warte mal, können wir die vielleicht im Söldnermenü aufdecken? Athos der Bestienrufer. Hier haben wir noch nicht entdeckt. Rang 1, bla 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 bla. Hier im Berg. Geschäftsmann. Ne, den haben wir noch gar nicht aufgedeckt, den. Schlingel den. Ich glaube, das mache ich jetzt nicht, weil das dauert mir zu lange, bis wir den hier gefunden haben. Was wir machen können... Ich glaube nämlich eine... Der Älteste wurde in der Orios-Festung in Achaia gesehen. Den werden wir jetzt schnappen. Das hätte vorher gesehen, dann hätten wir die Festung mehr machen können. Okay, wir reisen mal schnell.
Aber die Festung ist halt riesengroß. Das ist halt, ich glaube, eine der größten Festungen oder so. Und ja, die dauert halt wahrscheinlich ein bisschen. Aber es könnte ja vielleicht auch der Anführer sein in der Festung. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück und wir finden den ja gleich. Okay. Aha. Was haben wir hier? Da ist er. Hier bist du. Okay, sehr schön. Mit dem habe ich ja auch gerechnet, dass wir hier vielleicht gleich so einen blöden Söldner finden von den fünf. Komm, machen die mal gleich. Der Orkan fordert deinen Kopf! Wart das auf! Sie wird sich mit deinem begnügen müssen. Söldner wurde vom Orkan geschickt. Er wird nicht der Letzte gewesen sein. Noch mal Schwein gehabt. So, und schauen, da können wir hier hoch. Haben wir jetzt voll die Schnimme? Nur kurz was gucken. Okay. So, Juriel. Niemand bemerkt. Ja.
Ja, mach ich denn mit Scheiß? Scheiße! Oh! Yeah!
shit. Schluss hier, du. Mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich den schon killen kann, wenn ich ja noch keinen die letzte Hinweis noch fehlt, aber ich glaube schon. Jetzt ist er hier eigentlich nicht noch irgendwas, oder? Schätze. Ich glaube, dass sie gar nichts mehr ist. Ich glaube, dass sie erst den Hinweis brauchen, damit wir... damit sie weitergeht.
Das ist hoch, da ist aber auch nichts. Schon. Den wollte ich eigentlich. Der Älteste wurde in der Oliros-Festung in Achaia gesehen. Wir sind in der Festung. Dann können wir mal auf die Karte gucken. Genau. Also müsste der hier irgendwo rumkrebsen. Jetzt knallen die Söldner, die neuen. Jetzt wäre ich eigentlich schon wieder hier. Wie gesagt, anscheinend. Weiß nicht, wo der sein soll. Na, wie gesagt, es kann schon sein, dass wir jetzt den noch nicht bekommen, weil wir den letzten Hinweis noch nicht haben. Aber ich meine, wenn da steht, er hält sich in der Festung auf, dann muss er doch hier irgendwo sein.
Jetzt erspielen wir. Ein ältesten Hinweis in der Nähe. Okay, sehr schön. Den wollte ich haben, Leute. So, wo soll der sein? Wir enthüllen den mal. Die Ozeane mögen weit wie die Welt sein, doch bislang konnte es niemand mit mir aufnehmen. Naja, das haben schon mehrere gesagt. So, wo bist du? Okay, der ist auf dem Wasser anscheinend. Schauen wir mal, wo der alte Schlingel ist. Der Schlingel. Hier drüben auf dem Schiff, oder was? Der ist auf dem Schiff hier drüben. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Wir müssen zur Adrastea. Gut, Leute, dann würde ich sagen, schauen wir mal in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Dann werden wir uns auch diesen Ältesten packen. Würde ich sagen, so schwer kann der ja nicht sein. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid und wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Gut, bis zur nächsten Folge. Reingehauen. Ciao, ciao. Euer Andi.